Ja, bei mir läuft es auch schon wieder. So, ich möchte wirklich nicht hetzen, aber wir müssen ganz dringend irgendwo sowas wie ein Feuer machen, damit ich was essen kann, denn ich verhungere. Ja, und dass uns wieder warm wird. Genau, also rüberschwimmen und Feuer. Das Spiel hat übrigens auch ein Ende, ne? Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ja, hier gibt es eine Hauptmission, die du verfolgen kannst. Ah, guck mal, man könnte auch gleich den Hai ausnehmen. Die Frage ist halt nur, wie lange der schon da liegt und ob der halt dann, also ob das Fleisch dann auch noch gut ist. Ich glaube, das ist egal, weil alles, was du findest und halt dann brätst, das kannst du essen. Und dann passiert nichts, glaube ich. Ich Ja, möchte es jetzt das nicht. probieren wir mal aus. Und noch dazu, soll ich schon anfangen, einen Hai zu legen? Du kannst das machen, ich baue dann da das Lagerfeuer auf. Okay, So. da sind auch noch ein paar Koffer. Ich würde sagen, wir machen das hier so, oder? Hier ist gut. Jetzt kann ich ihn zerlegen. Hier so? Hier so. Hier ist gut. Hier ist gut. So. Also immer die Köpfe hier. Guck mal, ich habe schon wieder was gefunden. Ja, das kannst du alles als Deko nehmen. Und dann kannst du dir das aufhängen. Und dann Möwe! Aber irgendwie lässt sich nicht zerlegen. Da haut man immer ins Leere rein. Mensch. Ich glaube, das mit den Haien wird nichts. Ich brauche noch zwei Steine. Da. Da. Du, 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 Komm du. schon, zweiter Hai. Ach toll, ich brauche ein Blatt. Hast du noch ein Blatt? Es könnte sein, dass ich mal was aufgenommen habe. Da musst du mal zu Probier dem. mal. Genau. Ja. Wunderbar, dann machen wir das mal gleich direkt an. Ach, jetzt stehen wir hier beide. Cool. So, und jetzt könntest du zum Beispiel dein Fleisch halt da draufpacken und dann. Wie wähle ich das aus mit I? Ja, auf dein Inventar. Glaube ich zumindest. Ich weiß gar nicht. Ja, ich kann es dir leider nicht sagen. Ich habe gar Ich probiere nichts. es mal aus, ausrüsten und dann Müsste da, glaube ich, stehen, dass du es da drauflegen AC. kannst. Jetzt müsste es oben liegen. Ja, genau, liegt. Und kann das verbrennen auch? Also kann ich Ja. es mit R wieder nehmen, oder? Schätze ich mal. Genau, du musst halt gucken, wie die Farbe halt ist. Und dann kannst du es dann nehmen und dann. Aber irgendwie kann ich es nicht nehmen. Dann ist es noch nicht fertig. Ich muss auch unbedingt was essen. Ah, jetzt. Du kannst das von mir jetzt ruhig essen schon. Sonst lege ich da noch mal ein Huchala. Happchen drauf. Oh, jetzt brennst du. Ja. So, Ich lege da noch ein Fleisch drauf, okay? ja. Hast du das andere schon gegessen? Gut. Mhm. Gut, dann warte ich Ach, was jetzt. ist jetzt? Jetzt hast du das Feuer abgeräumt. Jetzt kaputt gemacht. Oh nee, scheiße. Das tut mir aber leid. Das baust du jetzt wieder auf, aber gar nein. Ich mach schon neu. Warte mal, das machen wir schon. Der, was es kaputt macht, der muss es wieder aufbauen. Muss So, das ja auch. ich hab schon. Jetzt musst du Das nur. nächste Mal mach ich es aber, weil ich muss das ja auch noch üben. Ich hab's jetzt nur so schnell gemacht, weil ich Hunger habe. Ich verhungere. Jetzt. Warte, dann. Super. Mach mal an. Oh Gott, wir haben Besuch. Oh nee, ich hab Hunger, ey. Ich kann mich jetzt Was nicht um ist die kümmern. Jetzt reicht's. Jetzt hab ich. wenn ich das Fleisch dabei drauflege? Okay, da kommt noch ein zweiter. Bitte einmal Hilfe. Ich bin schon hier. Kann ich den aufs Feuer legen? Ja, den kannst du aufs Feuer legen. Was bringt das? Knochen. Aber wie lege ich den nieder? Müsste da eigentlich alles angezeigt Weil werden. der hat jetzt das Fleisch draufgelegt, anstatt Ah ja, den huch, Herrn ja hier. jetzt hast du. Jetzt.
Alles noch ein bisschen neu. Das wird nichts mehr mit meinem Essen. Ich gehe mir jetzt eine Schildkröte holen. Ah, doch, das Fleisch liegt noch drauf. Ich kann es aber irgendwie komischerweise nicht nehmen. Kann das vielleicht damit liegen, weil es wirklich noch nicht durch ist? Kann sein. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt anders ist, weil die halt was geändert haben. So. Toll. Wo bist du? Ach hier. Also die Haie kann man nicht auseinandernehmen. Na, das ist schade. Du hast eine Schildkröte. Warte, dann hole ich auch gleich die zweite. Bleib hier! So. Warte mal, die lock ich. Die locke ich wieder weg. Ah, oh, komm schon. Jetzt gucken wir mal, wer besser schwimmen kann. Ich oder die Schildkröte? So, ich habe jetzt mal Fleisch draufgepackt. Ach, die Schildkröte ist so träge. Hunger. Hunger. Oh, oh. Was denn, was denn? Jetzt wäre ich fast abgesoffen. Mach keinen Mist. Hunger. Ah, endlich. Ich kann was essen. Hier, willst du auch was? Noch geht's. Egal, ich hau rein. Ich wollte eigentlich die Schildkröte noch dran kriegen. Ja, komm schon, yes. Ich habe hier noch zwei auf dem Feuer, weil die würden sonst verbrennen. Hast du dein Schildkröten-Ding schon aufgestellt? Zum Wasser sammeln? Nee, habe ich noch nicht. Da. Falls du essen willst, sonst ist es. Nö, kannst du ja machen. Wir so ein Schildkröten-Ding aufstellen. Dann können wir auf jeden Fall schon mal Wasser sammeln. Mache ich das übers Buch, oder? Genau, du musst alles, was du aufbauen möchtest, musst du aufs Buch, also durch das Buch halt machen. Die Frage ist nur, warte, das muss ich mal gucken, wo das Essen, Trinken wahrscheinlich. Gibt es ein eigenes Trinken? Im Buch habe ich jetzt mal nichts gefunden. Jetzt probiere ich mal das. Nee, das kann ich nur ausrüsten. Warte, ich guck mal noch mal genauer nach. Ich habe hier gerade eine Hütte aufgebaut. Cool. Was es alles gibt. Unterkünfte, Essen. Ich finde das nicht. Wassersammler. Jetzt habe ich es gefunden. Unter Essen, Wassersammler. Wo stellen wir das? Ich stelle das mal in der Nähe von der Hütte hin, oder? Ja. Dass mir da nicht immer so... so ewig lang rumsuchen müssen. So, was brauchen wir jetzt alles für die Hütte? Okay, jede Menge Holz. Genau. Jede Menge Holz. So, ich habe jetzt eine Treppe. Oh, die sieht total kacke aus. Was ist das denn für eine Treppe? Du bist schon am Hacken? Könnte ich anfangen. Ich habe noch zwei Kistchen gefunden, weiß, aber sonst fange ich schon mal an mit... Nö, mach ruhig, wie du möchtest. Ich versuche hier gerade nämlich noch rauszukriegen, wie man diese Treppe hier aufbaut. Ja, kann das sein, dass die Treppe vielleicht erst dann geht, wenn man dann Rest hat, oder? Nee, es geht schon. Also man kann die nach oben bauen. Ich bin nur ein bisschen zu blöd dafür. Gerade. Aber ich sag mal, wenn du das nicht zusammenbekommst, dann bekomme ich es ja dreimal nicht hin. Ich hoffe mal nicht, dass in der Zeit jetzt genau irgendjemand kommt und... Einfach rufen, ich helfe. Ich werfe jetzt vielleicht gleich zwei, drei Bäumchen gleich fällen. Weil das Zeug bleibt ja sicher liegen, oder? Ja. Also das verschwindet ja nicht. Genau, das kannst du. Perfekto. Hä? Also für die Hütte brauchen wir auf alle Fälle jede Menge Holz. Eigentlich wäre, also mein Vater wäre stolz auf mich, wenn ich so mit wenigen Schlägen eigentlich einen ganzen Baum niedermache. Das gibt's doch nicht, ey.
Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Und das Geile ist ja, dass das fällt ja dann automatisch schon in die passenden Stücke zusammen. Ach, jetzt reicht's mir. Jetzt, weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt baue ich die Hütte nochmal ab und baue die jetzt nochmal tiefer dahin. Ich kriege diese Treppe einfach nicht gebacken. So. Ja, wir haben ja Zeit. So, Bäumchen fällt schon mal. So, So. das nehme ich auch gleich mal mit. Die Hütte habe ich jetzt. Sehr schön. So, jetzt komme ich dir helfen. Also das Einzige, was mir jetzt wehtut, ist mein Finger vom vielen Klicken vom Baumfällen. Ich kann es mir vorstellen. Das ist, oh, das geht auch richtig in der Hände, irgendwie nach einer Zeit. So. Du kannst ja auch alles upgraden, ne? Also nicht nur die Rüstung selber, sondern du kannst ja auch die Axt upgraden. Das muss ich vielleicht eh mal machen, denn wenn wir angegriffen werden von diesen. Also, warte mal, jetzt habe ich glaube ich keine Ausdauer mehr, oder? Ja, das kann sein. Ja. Dann werde ich in der Zwischenzeit schon mal Bäumchen rübertragen. Und, oh, und dann gleich zwei Stämme auf einmal. Ja. Du kannst dir auch so einen Schlitten bauen und mit da kannst du dann, ich glaube, 12 Stück oder so draufpacken. 12 Stück, so 6 Stück oder so. Ich gucke mal, was man hier für einen Schlitten braucht. Die Frage ist halt natürlich immer, wo man das findet. Ah, da gibt es so viel. Felspfad, Felswand, Baumbrücke. Fallen, alles klar. Kleines Floß, Steh, großes Floß. Was ein krasses Geräusch. Da ist auch nichts. Müssen natürlich auch gucken, desto mehr Lärm wir machen und desto mehr Viecher wir natürlich besiegen und angreifen, desto mehr kommen. Ja, das. Die sind halt dann sauer, sozusagen. Und wenn du natürlich deren Totems zerstörst. Deswegen kannst du ja Fallen aufstellen oder du kannst ja auch eigene Totems aufstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich hatte das mal ausprobiert, aber ich glaube, das hat eigentlich gar nichts gebracht. Abgeschreckt hat die das nicht. Also ich finde da jetzt momentan nur das Floß an und für sich. Eis bauen, Lagerung, Essen. Kann das sein, dass gewisse Sachen erst später dazukommen oder Moment. müsste das von Anfang an dabei Ich sein? komme mal eben zu dir. Ich suche nämlich gerade so, weil es gibt ein Baumstammlager, also Baumstammschlitten. Genau, Baumstammlager, das brauchen wir auch. Und dieser Schlitten, der wäre halt perfekt für Dingens. Hast du den Schlitten? Ja, jetzt gerade. Jetzt muss ich gerade schauen, wie viel von diesen Genau, ich mache nämlich noch das Zweigen ich da Baumstammlager. brauche. Okay, dann ich suche mal ein paar Zweige noch. Genau, so, das Lager habe ich auch. Du kannst hier diese kleinen Bäume zerstören, dann hast du. Ja, genau, das habe ich jetzt gerade eben entdeckt. Oh. Kann ich den nicht ablegen? Ja, mit G. So. Soll Wollte ich halt nicht nehmen, aber egal. Warte mal, jetzt wollte ich.
Und zwar, also wenn ich jetzt meine Axt upgraden möchte, geht das mit kombinieren? Dass ich das mit etwas kombiniere oder wie kann man die upgraden? Genau. Upsala. Moment, ich. Ach. So. Du musst alles, was du halt dann haben möchtest, jetzt musst du halt in die Mitte auch legen können. Und dann, wenn du jetzt kombinieren drückst, dann wird das in die Mitte gelegt. Und dann kannst du jetzt, weiß ich nicht, wenn du jetzt Zähne hast oder sowas, kannst du die dann auch kombinieren und dann kriegst du mehr Dingens drauf. Woher weiß ich aber, was ich mit was kombinieren kann? Das wird dir angezeigt, indem, wenn du da halt, sag mal, du hast jetzt die Axt in der Mitte, also auf Kombinieren gedrückt und dann liegt die ja in der Mitte. Und dann packst du Zähne zu und dieses Zahnrädchen, was auf dieser Axt liegt, das wird immer voller. Wenn du jetzt aber irgendetwas dazu kombinierst, was nicht geht, dann ändert sich das Zahnrädchen überhaupt nicht. Und dann kannst du das halt wieder wegnehmen. Zum Beispiel Zähne kannst du zu der Axt dazulegen, aber halt keinen Stoff. Alles klar. Okay, dann habe ich, glaube ich, jetzt eh noch nichts, was ich kombinieren kann. Aber ich könnte ein Stöckchen nehmen mit einem Totenschädel drauf. Ja. So. Oh, es wird schon wieder dunkel. Oder dunkler. Ich suche noch ein paar Ästchen. Ich habe dir gerade eingeklaut, sorry. Der lag gerade im Weg. Kein Ding. Wir sind ja ein Team. So, jetzt mache ich mal den Schlitten weiter. So, ich habe das Und kann man Lager. dann in der Hütte speichern oder müssen wir jetzt ein Lagerfeuer machen zum Speichern? Das habe ich jetzt noch. Nee, wir können jetzt, also ich habe jetzt gerade gemerkt, wir können nur an Schlafplätzen speichern. Aber da die Hütte noch nicht fertig ist, ist es auch kein Schlafplatz. Also müssten wir jetzt für das erst, also für das Speichern jetzt wieder rüber, bis die Hütte fertig ist. Also bis zum Boot sozusagen. Ja. So, ich habe dir gerade dein Ding hier fertig gemacht. Ah, Ich okay. hatte gerade noch Dann brauche ich was jetzt über. keine Zweige mehr suchen. Ja, genau. Ich würde jetzt sagen, wir gehen auch eben schnell rüber. Es wird zu dunkel. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Okay, Seestein kann ich auch nicht nehmen. Ja, also es wird extrem schnell dunkel, merke ich gerade. Oh, ich habe Kann man Durst. eigentlich Wasser aussammeln? Das wollte ich eben auch gerade fragen, weil ich gemerkt habe, dass ich starken Durst verspüre. Ich glaube, du kannst es nicht aufsammeln, aber obwohl man müsste das mal ausprobieren mit dem Topf, den ich weiß nicht, hast du den Topf auch aufgesammelt? Genau. Du müsstest es mal ausprobieren. Die Frage ist, kann ich den irgendwo hinstellen? Nee. Egal. Warte, jetzt speichere ich es erstmal. Ach, der Mond ist noch nicht voll. Nee, ich muss jetzt auch gleich Schluss machen. Schon mal. Ich warte jetzt erstmal, bis wir die Nacht gemacht haben und dann speichere ich. De-de-de-de-de-de. Das ist auch ein bisschen. Oh, was haben wir denn da? Ach, ein Seil. Siehst du? Genau. Wenn du nach oben hier zum Schiff gehst, hier oben, dann kannst du, da ist ein Seil. Das kannst du dir schnappen. Das brauchst du später, um einen Bogen zu bauen. Ach so, ja, ich habe es jetzt gerade genommen. Das Konntest du von hast hier gar nicht aus nehmen? gesehen. Ach, das ist gut. Ich dachte, man könnte es nicht von da. So. So. Erstmal die Nacht So. verbringen. Schlafen wir jetzt mal, oder? Ja, also ich schlafe erstmal und dann speichere ich.
So, ich speichere jetzt direkt und beende die Aufnahme.